Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich bin der Markus von Betonus und hinter der Kamera der unübertroffene Nico. Und wir möchten euch heute mal ein bisschen Terraristik-Content bieten. Weil Aquaristik sind wir immer sehr stark und Terraristik vernachlässigen wir ein bisschen. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen Terraristik machen. Und zwar wollen wir euch heute von der Firma Hobby bzw. Dose Aquaristik ein Terrarium vorstellen. Es ist nicht ganz neu, das ist circa ein Jahr alt. Wir haben es auch schon mal einen kurzen Beitrag auf Facebook gebracht vor einem Jahr circa. Aber nach wie vor ist dieses System, dieses Terrariensystem oder dieser Turm, den wir euch heute zeigen und aufbauen wollen, für uns einfach eine geniale Sache. Also es ist ein geniales Plug-and-Play-System, was auch wunderschön dazu aussieht. Ja, und das möchten wir euch heute noch mal näher bringen sozusagen. Und der Nico und ich, wir werden heute für euch interagieren und euch alles erklären und aufbauen. Genau. Ja. Und danke für das, der unübertroffene Nico. Das, kam unerwartet, aber ja, ich nehme es einfach mal so hin. Wahre Worte. Ja. Das sind übrigens die drei Türme, ne? Hier noch im Karton. Und wir werden jetzt Stück für Stück eins nach dem anderen aufbauen. Ne? Also man kann diese Terrarien natürlich einzeln aufstellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese drei Terrarien übereinander zu stellen. Sozusagen als Terrarienturm aufzubauen. Ne? Da gibt es Tanzstücken, die man dazwischen setzen kann. Das werden wir für euch machen. Genau, Leute, die dem Kanal schon länger folgen, haben es vielleicht schon gesehen in dem Interzoo-Video. Da stand Markus vor so einer Anlage mit mehreren Türmen von Hobby bzw. Dose. Du hast ja schon mal einen kompletten Turm. Ja, genau, genau. Ja. Sieht wirklich, also das könnte man wirklich auch als Verkaufsterrarienturm, sieht das echt toll aus, finde ich. Ja. Ich glaube, wir müssen uns eine neue Terrarienanlage bauen. Sieht so edel aus. Ja, das sieht halt, wie gesagt, sehr edel aus, ne? Und da kam auch ein bisschen die Idee her, das Ganze auch nochmal im Laden. Also wir hatten es schon mal tatsächlich aufgebaut, aber ohne Einrichtung. Und diesmal das Ganze so ein bisschen, ja, Schau-Terrarien-mäßig zu machen, weil das immer auch noch ein bisschen rar gesät, was so Technik zeigen und sowas von Terrarien angeht. Mehr Verkaufsanlage. Genau. Aber das ist, denke ich, auch eine ganz schöne Ergänzung für euch hier vor Ort. Genau, dieser Turm auf der Interzoo, der hat uns nochmal animiert, das bei uns nochmal zu machen, weil das sieht wirklich wunderschön aus am Ende. Und das hat uns nochmal so animiert, dass wir uns auch nochmal so einen Turm hier am Geschäft wirklich aufbauen und einrichten. So. Ach, und nicht wundern, es kann sein, es ist sehr, sehr warm heute, dass ab und zu eine Schweißperle auf der Stirn steht. Weil wir ja dazu noch im Wintergarten sind, ne? Ich bin übrigens auch ein bisschen enttäuscht, dass es immer noch kein Betonus-Cuttermesser gibt. Oh ja, verdammt. Da müssen wir unbedingt was dran ändern. Also ich versuche, dass wir beim nächsten Dreh ein Betonus-Cuttermesser haben. Das wäre sehr schön. Also wenn ihr nicht ein Betonus-Cuttermesser so sehen wollt, dann ja. Schreibt es da gerne in die Kommentare. So. Okay. Oh ja. So, der Grundkorpus. Ja. Das Ganze ist übrigens auch sehr, sehr gut verpackt. Kann man auch super verschicken. Also da muss man keine Angst haben, dass es kaputt ankommt. Das ist ja bei Glasterrarien immer so eine Sache. Da bin ich immer Aquarien oder Terrarien immer sehr vorsichtig, was Verschicken angeht. Aber die sind immer so wirklich gut eingepackt. Die kann man problemlos verschicken. Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist auch das einzige Terrarium, was wir aktuell im Onlineshop anbieten. Genau. Also einfach aus dem Grund, weil, genau, wegen der Verpackung, weil meistens Glasterrarien, die kommen immer kaputt bei den Leuten zu Hause an. Ja. Und deswegen ist es das einzige System, was wir online auch vertreiben und verschicken, weil das kommt eigentlich immer heile an, weil das so super verpackt ist. Für ein paar Leute vielleicht auch interessant zum Umzug und so weiter, dass sich das ganze System wieder auseinanderbauen lässt und man einfach auch das nochmal verstaut hat. Ja, das stimmt. Man kann es jederzeit wieder auseinander. Das ist halt das schöne Plug-and-Play-System. Ne? Du kannst jederzeit wieder auseinandernehmen. Wo ist mein billiges Cuttermesser? Also verpackt haben die das wirklich super, ne? So, das waren die Türen. Genau, ähnlich wie bei Exoterra habt ihr hier auch Schwenktüren, keine Schiebetüren. Ja, genau, das sind Klapptüren, die man nach vorne sozusagen aufklappt, ja. So, die Rückwand.
Was ich halt toll finde auch bei dem System, ist halt dieses Schwarzglas. Ne? Weil die meisten der Reihen sind ja komplett sozusagen durchsichtig. Mhm. Und hier ist es halt wirklich so, die ganze Rückwand und die Seitenteile sind aus Schwarzglas. Und das macht das Ganze erstens sehr edel, finde ich. Punkt zwei ist, dadurch, dass es relativ dunkel gehalten ist, das Terrarium, kommen natürlich die ganze Gestaltung im Inneren, also die Pflanzen, die Dekorationen, auch die Tiere, viel schöner zur Geltung als in einem normalen Glasterrarium, wo man durchgucken kann. Also, ja, ne? Ja. Und was auch nicht zu vergessen ist, dass natürlich die Tiere an sich wesentlich geschützter fühlen und sicherer fühlen. Weil in einem Terrarium, was ringsherum offen ist, sozusagen, haben ja die Tiere immer so dieses Gefühl, von allen Seiten angreifbar zu sein. Ja. Und das hast du halt bei dem Terrarium, wo das ringsherum wirklich zu ist, nicht. Weil du es gerade davon hast, die Lochbohrung hier, wofür wäre die schon mal gemacht worden? Ja, da ist Kabelausführung. Ne? Da kann ich dann mit Bodenheizung, Heizstein oder kann ich quasi ins Terrarium rein. Genau, das haben sie eigentlich auch ganz gut gelöst. So. Okay. Jetzt haben wir das noch und dann haben wir auch erstmal soweit alles ausgepackt. Gibt natürlich auch eine vernünftige Anleitung dazu, die wir natürlich nicht nutzen und gleich wieder weglegen. So. Das sind die Stäbe, die in die Ecken kommen. Die sind auch nummeriert. So, und dann kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. So, die drehe ich jetzt hier rein. So, genau, und dann drehe ich die einfach nur rein. Muss mal gucken, manchmal ist es so, dass die ein bisschen schwer gehen. Aber hier gehen sie jetzt relativ leicht. Also ich glaube, ich habe es richtig. Ich weiß manchmal nicht so richtig, ob ich mir da eins links anfangen muss oder rechts. Also das habe ich nirgendwo rausgelesen. Das steht, glaube ich, auch nicht in der Anleitung. Einfach versuchen. Die müssen leicht reinzudrehen gehen. Das ist wichtig. Dann kommen die Eckteile, werden hier drauf geschoben. Zack. Genau, da nur aufpassen, es gibt halt Front- und Rückseite für die Schiebetüren, einmal für ohne. Da gibt es verschiedene Aufsätze, glaube ich. Genau, beziehungsweise ja. Die Aufsätze für Front sind schon mit den Türen fest verbunden. Muss ich selber kurz schauen. Wo ist der Schlüssel? Hier ist der Schlüssel. Vielleicht auch noch zu erwähnen, die Terrarien sind alle abschließbar. Ne? Also, die haben schon eingebautes Schloss vorne drin. So, das werde ich jetzt gleich mal hier, ne, kann man das, das ist ganz gut gemacht. Weil da würde ich jetzt schon mal die erste Tür reinhängen. Das ist so. Das Thema, dass du mit Türen anfängst auch. Ja, eigentlich ist es egal. Normalerweise könntest du auch mit den Seiten anfangen. Aber ich fange jetzt mal mit den Türen an. Genau, so. Zack. Das Schöne ist, die haben ja halt dadurch, dass das Schloss hier hoch gemacht ist, sitzen die ja jetzt fest. Also sie können doch nicht rausrutschen, ne? Ich sehe schon die Dose-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu Hause das Video sehen und denken, oh, der Ölemann, oh nein. Völlig falsch zusammengebaut. Der erste Mensch, der es schafft, das Terrarium falsch aufzubauen. Oder halt, ja, ja, andersrum. Entscheidend ist, dass es am Ende des Tages ordentlich zusammengebaut dasteht, wie ich das mache, ne? So. Seitenteile, sind die auch beschriftet? Nein, denn sie sind variabel. Nee, du hast stimmt. Eine Möglichkeit an beiden Seiten, egal wo du möchtest, die Kabeldurchführung anzubringen. Und ihr könnt euch auch immer entscheiden, ob ihr die größere Seite, die Markus gerade hat, vorne oder hinten anbringen möchtet am Terrarium. Sodass der Rest, also der freibleibende Teil, wird dann mit einer Gageplatte. Genau, die kommt jetzt. Man kann jetzt wählen, ob man die Lüftung vorne haben möchte oder ob man die Lüftung hinten haben möchte. Da bin ich jetzt frei. Ne? Also das kann ich selber entscheiden. Ich glaube aber, ich würde die Lüftung jetzt auch hinten hinsetzen. Ja. Ne? Wir haben ja noch ein paar Terrarien über. Wir können es ja mal verschieden variabel machen, dann sieht man das dann auch. Das stimmt, das können wir machen. So. Zack. So, dann machen wir mal die erste Hälfte der Rückwand. Also die Rückwand ist auch in zwei Hälften geteilt. Zack. So, ist eigentlich ganz einfach, ne? Dann habt ihr hier so ein Mittelstück, das wird einfach hier drauf geschoben. Und dann kommt auch schon die zweite Hälfte. So, jawohl, das war's schon. Jetzt kommt die letzte Seitenwand. Hier soll ich mal ein bisschen Platz schaffen da hinten. Ich hab nee, alles gut. Ich würde mal kurz den Deckel wegtun. Ich habe natürlich clevererweise die Abdeckung genau in deinen Laufbereich gelegt. Ich bin da echt immer baff, wie ich umdenken muss, wenn du so tief arbeitest hier. Wenn ihr sehen könntet, wie der Nico sich verbiegt hinter der Kamera. Der Wahnsinn. So. Da kommt übrigens gerade noch jemand angelaufen. Dem ist auch sehr warm heute. Paul, alles klar? Ja? Gut. So, okay, jetzt haben wir die
Seitenwand auch drin. Jetzt steht der Korpus und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Deckel draufzusetzen. So, so, zack. Und jetzt brauchen wir eigentlich bloß. Ja, dann kommen wir jetzt hier. Ich habe da auch mitgeliefert so einen Kreuzschraubendreher. Also ihr braucht kein eigenes Werkzeug für den Aufbau von dem Terrarium. Ne? Das ist alles schon mit dabei. So, flapp. Und die letzte. Also es geht halt wirklich ratzfatz. Ne? Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Weiß ich nicht, 10 Minuten vielleicht? Fertig. Das war's schon. Erster Terrarium steht. Ja, dann haben wir noch hier die, dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Die kleinen Blenden, die dann hier drauf kommen, um die Schrauben zu verdrehen. Obwohl, warte mal, wenn das das unterste ist, da kommen ja jetzt, glaube ich, die Distanzstücken drauf für das nächste Raum. Gut, dann stecken wir die jetzt nicht rein. Also genau, das sind die Rollen. Genau, die kommen jetzt an das unterste Raum. Das ist eigentlich das Schöne, dass du den gesamten Turm, dass der dann mobil ist und du kannst den hin und her fahren. Ne? Das ist jetzt auch ganz neu, die Rollen. Also die gab es bisher noch nicht. Die haben es auf der Interzoo vorgestellt. Und ja, du kannst jetzt unter jedes Raum, also du musst nicht den Turm, du kannst auch jedes einzelne Raum, kannst du Rollen drunter machen und hin und her schieben. Ne? Also, ich muss dazu sagen, Belastung ist bis 100 Kilo angegeben. Ja. Aber 100 Kilo ist schon sportlich, also. Das stimmt. So, genau, das sind die Distanzstücken sozusagen. Die gab es schon vorher, genau. Die Rollen haben sie auf der Interzoo jetzt neu vorgestellt und die Blenden. Also wenn man den Turm aufbaut, waren vorher die Zwischenstücke, diese Freiräume zwischen den Terrarien, die waren halt offen und da konnte man durchschauen, da hat man die Technik gesehen. Das war immer nicht ganz so schön. Auf der Interzoo haben sie jetzt so Acrylblenden vorgestellt. Die sind richtig hübsch, richtig edel. Also die setzen wir nachher auch ein, wer das sehen. Und dann sieht man von der ganzen Technik gar nichts mehr. Das ist wirklich schön gemacht. So, Rollen. Also das ist übrigens für mich jetzt auch Premiere. Ich habe die auch noch nie verbaut, die Rollen. Das erste Mal jetzt. Mal gucken, ob es einfach geht. Ich glaube, das ist mega easy. Ich habe die jetzt zum ersten Mal ausgepackt übrigens gerade, ne? Aber das sieht wirklich so aus, als ob du das Terrarium wirklich, das wird einfach nur draufgestellt und eingeklickt. Okay. Total einfach. Ist das eine Arbeit, die du alleine kannst oder brauchst du da Hilfe von? Ja, das ist eine gute Frage. Ich probiere das mal alleine kurz. Das ist vielleicht doch interessant, ob man das als Einzelperson schafft oder... Na, ich würde es jetzt einfach anheben. Ach, das ist ja ultra einfach. Dose Aquaristik, Hut ab. Ich hatte aber auch jetzt mit irgendwas einfach zum Schrauben. Ich habe auch gedacht, ich muss jetzt irgendwas zusammenschrauben, genau, und bauen und machen. Wie Abstandshalter, dass das so ein Prinzip wäre, aber nee, das ist ja wirklich. Das ist wirklich total einfach. Plug and play, wörtlich quasi. Das ist, genau, Plug and play. Das Motto dieses Terrariums, beziehungsweise des Turms. Ach, das ist ja ultra einfach, wirklich. Sowas ist genau nach meinem Geschmack. Nicht stundenlanges Rumschrauben. Es ist halt sehr benutzerfreundlich, finde ich auch. Ne? Also sehr anwenderfreundlich. Terra Nummer 1 fertig. Ah, ich hätte, glaube ich, vielleicht sogar die Schrauben gar nicht reinmachen. Nee, die hätte ich, glaube ich, gar nicht reindrehen dürfen, weil die Distanzstücken werden ja da reingedreht. Oberen Schrauben? Ja. Das hast du recht. Stimmt. Okay, die drehe ich jetzt wieder raus. Und das sind so Sachen, die man immer mal wieder vergisst bei diesem System. So, ja. Was, wie war's? Also, das ist keine Kritik am System, aber das fällt mir immer wieder auf. Sagen wir mal so, wenn man vielleicht die Bedienungsanleitung ordentlich gelesen hätte vorher, ne? Dann wäre der Fehler vielleicht gar nicht erst aufgetreten. Die wir natürlich nicht nutzen und gleich wieder weglegen. Aber da ich kein Freund von Bedienungsanleitungen bin. So, dann drehen wir das hier mal. Die sind jetzt nicht nummeriert. Genauso einfach wieder. Es ist übrigens auch aufgefallen, dass du bei den Rollen der Firma Hobby in dem Fall keinen Gefallen getan hast und an der Seite deren Rolle mit Hobby-Schriftzug platziert hast. Was ich vollkommen okay finde. Stimmt, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Wie fühlst du bei der Verpackung? Stimmt, auf, ich hätte dass die natürlich auch mit Hobby-Schriftzug drauf. Stimmt, ist. Die hätte ich natürlich auch nach vorne richten können. Können. Können, ja. Also für uns wäre es an sich im Laden eigentlich gut gewesen. Ja, ja, ja. Gut, privat würde ich es wahrscheinlich jetzt zu Hause auch nicht machen. Muss ich wahrscheinlich auch zugeben, nee, würde ich nicht. Dann muss ich jetzt auch nicht die Werbeschrift unbedingt vorne dran haben. Zack, zack und zack, genau. Normalerweise würde ja jetzt quasi hier das nächste Terrarium draufkommen und dann hättest du, das wäre ja offen sozusagen. Ne? Und das sah halt immer ein bisschen unschön aus, weil du die ganze Technik, die Beleuchtung und so weiter gesehen hast. Und deswegen haben sie jetzt diese Blenden hier rausgebracht dafür. Ja, auch wieder mega verpackt halt, ne? Und bruchsicher. Ach,
Ach ja, die sind ja auch nicht aus Glas übrigens, ne? Die sind aus Acryl. So rum oder andersrum? Ja, das kann man sich wahrscheinlich aussuchen, weil du hast hier, hast du ja zwei Löcher sozusagen. Ich denke, das ist für Kabelausführung. Das haben sie für Kabelausführungen gedacht. Ne? Jetzt kann ich das so machen, dass die natürlich unten sind. Oder ich drehe es rum und habe die Kabelausführung dann oben. Ach so. Ja, ich dachte, ich lasse dich erstmal machen, aber möchtest du das nicht nach vorne tun? Ach ja. Und ich habe mich gerade gewundert, warum passt denn das hier hinten nicht? Ja, vielen Dank für den Tipp, Nico. Vielen, vielen Dank. So. Zack, so. Und damit ist auch die Frontseite drin. Eins haben wir noch vergessen, die Kabelausführung. Die müssen wir quasi jetzt noch da einsetzen. Aber auch das ist ganz einfach. Und zwar... das wird bloß auseinandergeschraubt. Zack. So, dann kommt das Teil nach außen. Zack. Und das Innenteil draufdrehen. So. Und dann kannst du hier quasi einstellen, wie viele Kabel durchführen du brauchst. Genau. Du kannst jetzt hier vier Kabel rausführen. Ne? Kannst es auch komplett öffnen? Du kannst es komplett öffnen, du kannst es komplett schließen. Du kannst es rausnehmen, wenn man das möchte. Genau. So, damit wären wir jetzt eigentlich erstmal mit dem ersten Teil fertig, würde ich sagen. Ja, ich will noch ganz kurz meine einzige Kritik an diesem System mit der Blende loswerden. Und zwar, ich bin nicht ganz zufrieden damit, dass man sie nicht mehr rausnehmen kann, wenn ein Terrarium oben drauf steht. Und wenn ich an die Technik ran möchte, muss ich das von hinten tun. Ja. Oder etwas weglassen, ein Seitenteil oder dergleichen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das hatte ich ja auf der dazu auch schon gefragt, ob man die Seitenteile oder diese Blenden rausnehmen kann. Die kann man nicht rausnehmen, die sind fest montiert. Ich muss in dem Fall wirklich von hinten ran. Was aber wiederum, der Turm steht auf Rollen. Also rein theoretisch kann ich, das ist ja das Gute, ich kann ihn ja einfach ein bisschen vorziehen oder seitlich wegschieben und dann komme ich auch an die Technik ran. Genau, auf jeden Fall. Also das stimmt natürlich so. Ja. So ein bisschen, wie gesagt, einziger Kritikpunkt daran, dass hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass ich da auch von vorne an meine Technik rankomme, gerade wenn ich die Rollen weglassen möchte zum Beispiel. Das stimmt, dass man die hätte vielleicht seitlich rausschieben können, die Blenden. Das wäre noch so ein Optimum gewesen, um halt wirklich auch von vorne an die ganze Sache ranzukommen, weil es ist, ich finde es auch schön, wenn es versteckt ist. Ne? Ja. Es hat noch mehr so diesen Möbelcharakter dadurch, so, was sich schon einfügt. Ja, das aber, stimmt. Aber ja, macht es halt da, das muss man halt bedenken auf jeden Fall, bevor man es einbaut, dass man auch weiß, wie man wieder rankommt. Genau, gut, das Ganze machen wir jetzt noch zweimal. Ne? Wir haben ja am Ende drei Terrarien übereinander. Für die nächsten zwei Terrarien werden wir aber jetzt eine Timelapse machen, weil sonst wird das Video einfach viel zu lange. Wenn wir fertig sind, sprechen wir uns gleich weiter. Bis gleich! So ihr Lieben, wir sind fertig. Turm steht. Tja, wir haben jetzt noch mal eine Viertelstunde gebraucht, würde ich sagen. Ne? Jeder, du hast eins aufgebaut, ich habe eins aufgebaut. Viertelstunde noch mal. Ja, prinzipiell das Zusammenfügen der Terrarien an sich war eigentlich auch recht einfach. Die werden wirklich bloß zack, zack aufeinander gesteckt. Sehr einfach. Also da kann man nicht viel falsch machen. Ich meine, das ist vielleicht sogar der schwierigste Part. Der geht voll, aber das ist der schwierigste Part. So ein bisschen das Aufstecken, fand ich. Gerade weil sie oben wirklich nur ineinander gesteckt werden und da ist es schon hilfreich, mal es zu zweit. Genau, also du sollst auf jeden Fall eine zweite Person haben zum Aufeinanderstellen. Es würde vielleicht auch allein gehen, aber es ist sehr, also vom Gewicht her wird es alleine gehen wahrscheinlich. Ja, vom Gewicht her ja. Aber dieses Einfädeln sozusagen dann hier in den Ecken, das ist ein bisschen tricky und da ist es besser, mal es zu zweit. Ja. Genau. Ansonsten wirklich total einfach. Also ich finde, das Ding sieht total klasse aus, der Turm, oder? Also es sieht sehr edel aus, finde ich. Ne? Gerade mit den Blenden. Also wie gesagt, das ist das, was wir ja gemeint haben. Früher war das halt offen. Ne, dann konntest du quasi hier reinschauen und hast die Technik gesehen und jetzt ist es halt verblendet und das macht es noch viel edler. Ansonsten ist ja, lässt sich sehr, sehr leicht rollen. Pauli ist im Weg. Also man lässt sich wirklich sehr, sehr leicht rollen. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Ne? Ja, stimmt. Ja, wir werden ihn jetzt hinterfahren an Ort und Stelle, wo er hin soll und werden ihn jetzt dort einrichten.
kann ja schon mal kurz sagen, wie ich es mir in etwa gedacht habe. Also es gibt jetzt keinen groben Plan, oder? Also doch, es gibt einen groben Plan, aber es gibt keinen detaillierten Plan. Also ich hatte mir jetzt gedacht, wir machen unten ein Wüstentraum draus, ne? Weil ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir zum Beispiel Leopardgeckos oder sowas einsetzen, weil die sind ja sowieso nur auf dem Boden, sind ja bodenbewohnende Tiere, und wenn du dann quasi schräg von oben drauf guckst, siehst du wahrscheinlich am häufigsten die Tiere. Deswegen denke ich, werden wir unten Wüstentiere, wahrscheinlich Leopardgeckos, würde ich sagen, reinsetzen. In der Mitte werden wir unser Regenwaldterrarium bauen, habe ich mir so gedacht. Mal gucken, ich denke, ich werde irgendwie was mit Wasserfall und Regenanlage werden wir auf jeden Fall auch einbauen, Vernebler werden wir einbauen. Genau, und oben müssen wir halt mal gucken, da werden wir wahrscheinlich so ein Halbtrockenterrarium draus bauen, denke ich. Ja. Interessant. Ich hätte es wahrscheinlich sogar ganz oben. Das sag ich mal, das Technik vollgestopfte Regenwaldterrarium hätte ich oben hin gemacht, einfach weil es die meisten Menschen sehen, aber ich bin mir noch unsicher. Ich gehe ja natürlich auch von mir aus und Augenhöhe, für mich ist es halt perfekt hier. Also ich sehe es wirklich direkt beim Vorbeigehen, gucke ich halt drauf. Ja, das stimmt. Also von der Augenhöhe, also vom Reinschauen ist natürlich das Oberste am schönsten. Das stimmt. Was ich mir jetzt aber gedacht habe, wenn wir hier die meiste Technik einbauen, müssen wir auch mit den ganzen Kabeln und so weiter, mit den ganzen Schläuchen raus. Ja. Weiß ich nicht, ob man das dann im oberen Bereich mehr sieht. Weißt du, ich meine? Ne? Also hier, hier sind ja die ganzen Kabel und Schläuche und alles versteckt hinter der Blende. Ja. Und oben, naja, ich weiß es nicht. Ich meine, gut, es ist über Augenhöhe oben. Ja. Aber das können wir ja hinten immer noch entscheiden, ja, ob wir jetzt wirklich oben Regenwald reinmachen oder, ne? Ich guck mal, ob ich es hintergeschoben kriege. Ich bin gespannt. War mega einfach. So, so jetzt hier kommt noch mal kurz Kante. Ja, wir haben hier so eine blöde Kante. Ich denke mal, so in etwa werden wir es platzieren. Ne? Genau, was verbauen wir an Technik jetzt am Ende eigentlich hier? Ich habe gedacht, wir bauen auf jeden Fall, also wir wollen euch ja hier bei dem Turm mal alles an Technik von Hobby, ja gut, einfach nur Hobby nehmen, weiß ich noch nicht, vielleicht nehmen wir noch was anderes, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir einen Vernebler, einen Ultraschallvernebler dran bauen, wir wollen eine Beregnungsanlage dran bauen. Ich wollte einen Wasserfall einbauen, auf jeden Fall. Gut, dann die ganze Beleuchtungstechnik. Ne? Ich denke, da werden wir viel mit LED arbeiten. Da werden wir sicherlich auch die neuen von Hobby verwenden. Diese kleinen 3 Watt UV-Spots. Ne? Das denke ich, das wäre es, was wir an Technik verbauen, glaube ich. Ne? Und einrichten. Also bei der Einrichtung habe ich auch noch keinen Plan, ehrlich gesagt. Also ich fange einfach an. Das mache ich immer so. Ich mache mir im Vorfeld keinen Plan. Ich fange dann wirklich, leg einfach los mit Einrichten und irgendwie wird es am Ende immer schön. Was soll ich sagen? Ne? Genau, okay. Alles klar, na dann fangen wir mal an. Ich habe mir jetzt überlegt, wir haben hier so eine Pondschale, so eine Badeschale, die ist auch von Dose Aquaristik, von Hobby. Die finde ich eigentlich ganz cool, die sieht doch relativ naturgetreu aus. Die werde ich jetzt hier einbauen, weil ich möchte ja einen Wasserfall mit einbauen. Ne? Von der Tiefe her reicht die, dass ich hier eine kleine Pumpe reinsetzen kann, und dann baue ich jetzt hier einen Wasserfall rein. Also ein grobes Layout habe ich mir gerade im Kopf zusammengebastelt. Genau, dann werde ich jetzt hier als so ein bisschen Drainage unten rein, als Bodengrund werde ich Manado nehmen, so ein bisschen als Drainagesystem. Und obendrauf Terra Basis, also so ein Torf-Sand-Gemisch sozusagen für die Pflanzen. Ne? Wie gesagt, dann werde ich wahrscheinlich hier hinten so einen Steinaufbau machen, wo das Wasser runterläuft. Und links und rechts daneben werde ich wahrscheinlich so ein paar Äste rauskommen lassen, die dann bepflanzt werden. Also so wird es, denke ich, werden. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein paar Steine und Wurzeln suchen. Kommt mal mit. Das Gute ist natürlich, wenn man einen Laden hat, hat man Auswahl ohne Ende. Man geht halt so durch die Regale. Ach so, hier, ich habe mir überlegt, ich werde die Steine wahrscheinlich nehmen. Das sind diese Mini-Landschaften. Die nimmt man zwar eigentlich eher in der Aquaristik für Scaping, aber du kannst die genauso auch in der Tacharistik verwenden. Und ich finde die voll cool, weil die auch so schön strukturiert sind. Die wahrscheinlich für den Wasserfall, für den Steinaufbau verwenden. Und ich denke, die Wurzeln, das könnte ganz cool aussehen. Also die sind halt schön filigran, schön verzweigt. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. So, Steine hole ich gleich. Naja, einen kann ich ja schon mal mitnehmen. So. So, die Wurzeln. Die Frage, ob da einer reicht, weiß ich noch nicht. Zack. Das nehmen wir als Drainage, würde ich sagen. Und wieder einen Stein. Das Terra Basis, das werden wir dann nehmen. Obendrauf. Mach erstmal die Drainage rein. Genau, Manado Dark, auch ein Aquarienprodukt eigentlich. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Prinzipiell ist der Manado Dark
eigentlichen Bodengrund für Aquaristik. Aber es spricht ja nichts dagegen, den auch in der Terraristik anzuwenden. Im Gegenteil, ich finde das sogar ganz cool, weil der ist ja aus Vulkangestein sozusagen, also vulkanischen Ursprungs. Und das hat natürlich den Vorteil, dass unheimlich viele Mineralien und Spurenelemente schon drin sind. Also, wenn die Pflanzenwurzeln quasi hier reinwachsen, können die schön viel Nährstoffe rausziehen. Ne? Von daher finde ich das eigentlich ganz gut, jetzt hier zu verwenden. Machen wir gleich das Terrabasis hinterher. So. So, Steine holen. Ich darf natürlich nicht vergessen, ich muss ja auch den Schlauch dahinter langlegen für den Wasserfall. Ich glaube, das sollte ich zuerst tun. Dafür nehme ich einfach so eine kleine Förderpumpe. Das ist so eine relativ kleine Förderpumpe. Die macht maximal 300 Liter die Stunde. Reicht ja völlig aus. Hast ja auch keine große Höhenüberwindung in dem Moment hier. Genau, so sieht die aus. Eine ganz kleine Mini-Förderpumpe. Ja, die kommt jetzt da rein. Ich brauche noch ein Stückchen Schlauch. Das hole ich jetzt mal noch. Meine Kabel kann ich ja nach hinten schön rauslegen. Also hier habe ich einmal die seitliche Kabelausführung, ne? Aber ich nehme jetzt oben die. Also wir haben auch oben noch Kabelausführungen, die werde ich jetzt nehmen. So, genau. So, grobes Layout steht. Ich habe da mal schön ein paar Steine reingeschmissen. Nein, die habe ich natürlich liebevoll reingebaut. Also ich denke, so werde ich es jetzt erstmal lassen. Schauen wir mal, wie es nachher dann aussieht, wenn dann das Wasser runterläuft und noch schön bepflanzt ist. Links und rechts daneben habe ich so ein paar Wurzeln, wie gesagt, gebaut. Was die Technik angeht, Vernebler, Beregnung und so weiter, das werde ich dann im Nachhinein machen. Aber jetzt heißt es erstmal schön bepflanzen. So, ich habe mir jetzt mal so ein Gros an Pflanzen rausgesucht. Ein paar Bromelien sind dabei, so ein paar verschiedene Farnen sind dabei, Ficus ist dabei. Ja, schauen wir mal. Halbe Stunde basteln, mindestens halbe Stunde basteln. Du sahst doch gerade wirklich mega begeistert aus. Ja. Naja, dann hat man was im Kopf und dann wird es nicht ganz so, wie man sich das denkt. Ja, aber jetzt, ich denke, am Ende ist es doch eigentlich ganz cool geworden. Ne? Dann, ja, dann hast du alles was schön gebaut, dann fällt mal wieder was zusammen, dann hält der Aufbau hinten nicht und naja, da kann man schon mal kurz die Krise kriegen. Nein, aber ich denke schon, also wie gesagt, jetzt am Ende ist es doch, denke ich, ganz gut geworden. Also ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich fülle jetzt mal Wasser ein. Ich mache jetzt extra mal bewusst ein bisschen mehr rein, dass mal überläuft. Dass gleich sozusagen auch der ganze Bodengrund ringsrum, dieses Drainagesystem, was ich sagte, auch gleich gewässert wird. Sieht man jetzt wahrscheinlich schön, wie sich das hier breit macht. Wir werden mal einen Stecker reinstecken vom Wasserfall. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Okay. Ach, einwandfrei, oder? Perfekt. Ja. Perfekt. Hast ja auch genauso geplant im Endeffekt. Genauso schön, wie es jetzt hier aussieht, war das schon dein. Das war von Anfang an genauso geplant. Nee, aber das ist ja wirklich cool. Also genauso, also ja, ich hätte es mir, so sollte es tatsächlich sein. Hätte jetzt nur nicht damit, hätte jetzt nur nicht gerechnet, dass es wirklich so super läuft, das Wasser. Nein, wunderbar. Also, mach mir im Vorfeld keinen Plan. Ich fange dann wirklich
Leg einfach los mit Einrichten und irgendwie wird es am Ende immer schön. Was soll ich sagen? Einwandfrei, genau so soll es laufen. Sehr schön, sehr schön. Okay, gut. Da werden wir uns jetzt mal dran begeben, Beleuchtung, Beregnung, Verneblung einzubauen. Okay, ich würde sagen, zuerst machen wir die Beleuchtung. So, das sind jetzt die Sachen, die wir jetzt für die Beleuchtung verwenden. Und zwar ist das einmal dieser Haltearm für den Reflektor. Ne? Ganz einfach anzubringen. Der ist einfach, der wird hinten am Terrarium festgeklemmt. Und an dem Haltearm hängt sozusagen dann mein Reflektor. Ne? Genau. Und in der Reflektor ist ja dann die Beleuchtung drin. Das werden wir jetzt zuallererst machen. Also finde ich da auch mal ganz schön das Hobby ein, wenn ich ganz allein lässt quasi auch damit die Lampensysteme mit diesen Halterungsarmen auch schon dazu hat. Also ja, also ein fertiges System sozusagen. Ist, ja, genau. Es ist irgendwie ein kleines Ökosystem gebaut schon mit der ganzen Hardware für, das, für den Turm. Ja, also es ist durchdacht einfach. Ja. Also eigentlich von vorne bis hinten durchdacht sozusagen. Genau. Ja. Okay. Die haben selbst was für die Thermometer, da kommen wir später noch dazu, die neuen Thermometer, sich was ausgedacht, dass man eine Variabilität drin hat, wo man sie anbringt. Das fand ich auch ganz nett, weil das macht für den Turm auch am meisten Sinn. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja. So, Lampentechnik haben wir jetzt auch komplett installiert. Ich habe es jetzt doch ein bisschen anders gemacht, weil eigentlich wollte ich ja nur diese LEDs verwenden. Die sind auch wirklich gut, die haben auch richtig Power, aber das Problem ist, es ist natürlich eine LED und die macht eine relativ punktuelle Beleuchtung. Ne? Ich hatte die jetzt eben erst drin und die hat halt sehr punktuell geleuchtet und ja, die Fläche an sich nicht komplett ausgeleuchtet. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben ja insgesamt jetzt drei oben drauf, also drei Reflektoren mit drei Lampen und da habe ich jetzt diese LED von Hobby, die habe ich jetzt in die Mitte gemacht, um punktuell den Wasserfall zu beleuchten. Und links und rechts, um die flächige Ausleuchtung, quasi um die Pflanzen ordentlich auszuleuchten, da habe ich jetzt von Exoterra eine Energiesparlampen verwendet. Ja, das sind die Webteil UVB 100, 25 Watt und die leuchten halt deutlich mehr Fläche aus. Ne? Und deswegen habe ich die jetzt links und rechts genommen zur Ausleuchtung vom Terrarium. Und wie gesagt, punktuell, um den Wasserfall zu beleuchten, habe ich jetzt die LED von Hobby verwendet. Also ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Auch gerade in der Mitte der Wasserfall, dass der nochmal so richtig schön stark beleuchtet ist, kommt ziemlich gut rüber. Jetzt seht ihr auch oben drauf den Aufbau, habt ihr ja wahrscheinlich gerade schon mal gesehen, wie das, ich habe euch das ja vorhin in der Packung gezeigt, mit diesen Galgen, wo die aufgehangen werden, mit diesen ja, Hängehalterungen. Auch ein schönes, einfaches System, ne? Ganz einfach anzubringen am Terrarium. Es wird einfach nur geklemmt, oben und unten am Terrarium und ja, auch total easy. Wie alles an dem System. Wirklich einfach. Gut, jetzt haben wir die Beleuchtung soweit. Jetzt machen wir die Vernebelung. Ich habe schon mal den Vernebler hier hergestellt. Ach so, ich hole dir noch mal ganz kurz die Verpackung. Warte mal. Genau, das ist er. Das ist von Hobby, das Hygro-System sozusagen, der Ultraschallvernebler. Ganz cooles Teil. Auch von der Handhabung sehr, sehr einfach. Ihr nehmt quasi einfach nur den Deckel ab hier oben. Zack. Ich mache das jetzt mal. Füllt da Wasser ein. Genau, Füllmenge ist 4 Liter bei dem Gerät. Ja, genau, 4 Liter. Also da kommt auch eine ganze Weile hin damit. So, Deckel einfach wieder drauf. So, ich habe den Schlauch, den habe ich jetzt hochgelegt. Ich habe erst überlegt, ob ich irgendwie ein Loch ins Gitter mache und den Schlauch direkt reinlege ins Terrarium. Das werde ich aber jetzt mal nicht machen. Oder zumindest, wir werden es jetzt erstmal so probieren, dass der Schlauch einfach über der Gage endet. Und mal schauen, ob der Nebel jetzt ganz normal durchfällt. Müssen wir sehen, ich weiß es auch noch nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil da muss ich kein Loch reinmachen ins Gitter. So, na dann wollen wir das gute Stück mal anschmeißen. Ihr könnt hier halt einstellen, ihr könnt eure Zeit einstellen. Ihr könnt einstellen, wie oft der nebeln soll, in welcher Intensität er nebeln soll. So, genau. Zack, zack. Er müsste jetzt, glaube ich, auch schon... Ja, er fängt an, sehe ich gerade. Ja, doch, funktioniert. Ja, okay, super. Also ich muss kein Loch reinmachen ins Gitter. Es funktioniert. Er fängt an zu nebeln. Es dauert natürlich ein kleines bisschen, bis die Nebelwand sich aufbaut. So, und da wir noch nicht genügend Technik in das Terrarium verbaut haben, müssen wir natürlich noch
eine Beregnungsanlage einbauen. Das ist die Easy Rain von Hobby. Ganz einfach, ich kann verschiedene Zeitzyklen einstellen sozusagen, alle wie viele Minuten oder alle wie viele Stunden die beregnen soll, beziehungsweise ich kann sie auch über ein Hygrostat steuern. Das werden wir wahrscheinlich auch so machen. Also wir werden dann noch ein Thermostat und Hygrostat installieren, dass das alles automatisch befeuchtet und gewässert wird. Ne? Genau, so, da wollen wir mal anfangen, das gute Stück jetzt noch zu installieren. Das ist jetzt das gute Stück ausgepackt. So sieht das Ganze aus. Ne? Auch von der Befüllung eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt einfach den Deckel oben ab, füllt den Behälter. Also hier passen 9 Liter Wasser rein. Das ist schon ganz ordentlich. Also 9 Liter Wasser, da kommst du schon wirklich ziemlich lange hin. Genau, hier oben habt ihr euer komplettes Bedienfeld. Ja, Paul will auch. Paul, lass bitte die Düsen in Ruhe. Dankeschön. Das ist quasi das Bedienfeld. So sieht es aus. Ich werde jetzt zuallererst das mal die Düsen einbauen. Ne? Das sind sozusagen die Düsen. 2 Stück sind immer mit dabei. Die baue ich jetzt zuerst ein. Das Gute ist, ich brauche hier, früher war es immer so, da musste ich immer Löcher oben in die Gage reinmachen und die da reinbasteln. Das brauche ich hier in dem Fall nicht, weil wir ja oben bei den Terrarien haben wir direkt solche Ausführungen dafür. Und dann gehe ich durch die Ausführungen hinten raus. Ne? Also ich denke, das sollte nicht das Problem werden. Das werde ich jetzt zuerst mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Beregnungsanlage wäre jetzt auch fertig eingebaut. Hat auch wirklich sehr, sehr einfach funktioniert. Hier seht ihr die Düsen. Ne, haben wir rechts und links haben wir die jeweils oben in den Ecken angebracht. Eigentlich wollte ich sie erst hinten anbringen, aber das macht ja nicht wirklich viel Sinn, weil dann sprühen die nach vorne. Und dann sprüht es euch die Frontscheiben zu. Und so habe ich die jetzt vorne positioniert und die sprühen quasi wirklich von oben nach hinten schräg und das klappt wunderbar. Ich mache sie mal an. So. So, ich denke, man kann es ganz gut sehen. Also das funktioniert echt klasse. Sehr, sehr schöner Sprühnebel, sehr fein, sehr schön breit. Das funktioniert wirklich super, super, super gut. Kann man echt nicht meckern. Und vor allen Dingen durch diesen, durch den Wind, den der Sprühnebel erzeugt, wird der Nebel so richtig im Terrarium umgewälzt sozusagen. Das sieht halt auf Kamera fast schon durcheinander aus, aber ich muss zugeben, in echt sieht es wirklich. Es sieht richtig, richtig cool aus, ja. Vor allen Dingen, es wird wirklich alles schön benetzt im Terrarium, jede Ecke. Wenn ich mir vorstelle, unsere Kunden kommen dann hier rein, wollen mal gucken, was wir für neue Tiere haben und so. Genau. Kommen zur Ecke und plötzlich geht halt gesteuert der Regen an. Das wäre schon ganz geil. Ja, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schön geworden, muss ich jetzt sagen, am Ende. Genau, wir werden jetzt nicht noch, ich zeige euch noch ganz kurz was zur Beregnung. Hier hinten haben wir sie jetzt hingestellt, ne? Eins ist ein bisschen seltsam, vom Geräusch her ist es ein bisschen laut, die Beregnungsanlage, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das immer so ist, da muss ich mit Dose noch mal kurz Rücksprache halten. Also klingt ein bisschen wie ein Trabant. Also wir haben andere Beregnungsanlagen, glaube ich, ein bisschen leiser. Naja, die Beregnungsanlagen machen oder? Prinzipiell alles schon Krach. Ja, ne? Aber die macht, weiß ich nicht, die macht so ein Tuckern irgendwie. Ja. Weil, keine Ahnung, ob das so sein muss oder, aber das kläre ich ab. Ansonsten ist das Gerät wirklich tipptopp, kann man absolut nicht meckern. Ne? Und vor allen Dingen, du hast einen riesen Vorratsbehälter, ne? 9 Liter. Ja. Ach so, und das kann ich euch immer noch zeigen. Warte, ich hole mal noch kurz das Wasser. Was ich auch ziemlich cool finde, bei den meisten Beregnungsanlagen musst du, um die nachzufüllen, den Deckel runternehmen. Hier nicht, weil hier hast du oben einen Einfüllstutzen. Da brauchst du wirklich bloß mit deiner Gießkanne, gehst du hierher, füllst hier oben Wasser ein. Mega cool. Also du musst nicht mal einen Deckel runternehmen, um die Anlage wieder zu befüllen. Das haben sie sehr schön gemacht. Finde ich gut gelöst. Ja, zumal das ja auch bei einer Beregnungsanlage der einzige wirkliche Arbeitsaufwand ist nach dem Einstellen. Ne? Also richtig. Das musst du schon im Auge behalten. Aber ja. Sonst, ich glaube auch beide Systeme, da musst du mal kurz nachgucken, wende ich gleich ein, ja. Haben auch einen automatischen Stopp, wenn es zu wenig Flüssigkeit im Behälter gibt, dann genau, gehen die auch gar nicht richtig. Ein. Richtig, also die laufen nicht trocken. Ja. Genau, also wenn kein Wasser mehr drin ist, dann schalten die ab. Ja. Ne? Genau. Ja, eigentlich wollten wir euch jetzt noch viel, viel, viel mehr zeigen. Wir werden es aber zeitlich, wir schaffen das jetzt nicht mehr. Also wir brauchen jetzt schon viel, viel länger, wie wir eigentlich eingeplant haben. Eigentlich wollten wir euch ja komplett alle 3 Terrarien zeigen. Wir wollten eigentlich wirklich heute alle 3 Terrarien einrichten und euch zeigen, aber das schaffen wir zeitlich einfach nicht. Wir haben uns jetzt mit dem einen Terrarium schon so, ja, ich will nicht sagen verkalkuliert von der Zeit, aber wir haben
Na doch, schon ein bisschen. Das hat einfach wesentlich länger gedauert, wie wir eigentlich geplant haben. Und von daher werden wir jetzt hier an der Stelle gleich Feierabend machen. Ich möchte euch aber eins jetzt noch zeigen. Also übrigens, Pauli ist auch schon am Ende, ne? Da ist auch nicht mehr viel los. Eigentlich ist Paul der Grund, warum wir aufhören müssen. Ja, genau. Da hat keinen Bock mehr, der will nach Hause. Ja. Wir bauen jetzt noch ein Thermometer ein, das zeige ich euch noch ganz kurz. Ich weiß nicht, die werdet ihr vielleicht kennen von Hobby, die gibt es schon ziemlich lange. Kleine digitale Thermometer, also Thermohygrometer sozusagen. Das ist jetzt ein ganz neues, das wurde auch auf der Interzoo vorgestellt. Ist ziemlich cool, ist ein etwas größer, hat größeres Display. Auch Thermo, Hygro, alles beides. Was bei dem ganz cool ist, ihr habt hier einen Saugnapf an der Seite, den kann man, ja je nachdem, wo ihr das anbringen wollt, das Thermometer, kann man abdrehen und entweder halt, ich kann es hinten andrehen, kann es quasi so an die Scheibe machen oder ich drehe es halt seitlich dran, kann seitlich an die Scheibe machen. Das haben sie ganz gut gelöst, finde ich. Genau. Allein, weil man Klapptüren oder Schwenktüren hat in dem Terrarium, oftmals sitzt es sonst an der Scheibe. Genau. Das Thermometer. Aber so, das werde ich jetzt mal hier hinsetzen, würde ich sagen. Okay, das kann man ja immer noch mal versetzen. Jetzt werde ich das erstmal hier links hinsetzen. Das zum Abschluss jetzt noch mal das Thermometer. Eigentlich wollten wir auch noch, zeige ich euch kurz, das Hygrocontrol und das Thermocontrol oder Biotherm-Gerät. Die zwei Geräte installieren wir auch noch in dem Terrarium. Wollten wir alles jetzt machen, schaffen wir jetzt alles nicht mehr. Werden wir euch im nächsten Video dann zeigen. Es wird relativ zeitnah kommen, denke ich, das zweite. Dann werden wir die restlichen beiden Terrarien komplett einrichten, aber in einem anderen Stil einrichten. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, euch das anzuschauen, ja, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gerne abonnieren. Und gerne abonnieren, genau. Ja, dann würde ich sagen, ist für heute erstmal genug. Ich finde, es ist ganz hübsch geworden. Wenn es euch gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar drunter schreibt. Oder wenn ihr Vorschläge habt, wie wir die zwei Terrarien einrichten sollen, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ne? Genau, also, dann würde ich sagen, für heute ist Feierabend, es ist spät genug. Und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Perfekt.